weiß deine 60 Jahre alte Nachbarin so viel mehr als die Mainpost. Und keiner kümmert sich so richtig um das Mainberger Schloss. Hier geht's um keine neue Schule, sondern bloß um die Planung. Ich meine, der Gemeinderat, der braucht ja auch irgendeine Beschäftigung. An der Altlast störte sich keiner, aber trotzdem musste sie weg, weil der Bürgermeister ja nicht wollte, dass die Wähler ihm verreck. Auch an Geld, da haben wir keines, aber trotzdem geht man's aus, weil der Bürgermeister Lust hat, weil der ist halt mal so drauf. Auch der hiesige Altersdurchschnitt liegt geschätzt bei 110. Deswegen, so meint der Stefan, muss ein Altenheim entstehen. Ich liebe es, immer die gleichen Leute im Wald zu sehen, wenn ich jogge und sie mit ihrem Hund spazieren gehen. Ich liebe es, die Leute zu grüßen, obwohl man sie eigentlich überhaupt nicht kennt. Und dann ist da dieser schöne mit fremden Leuten lächeln Moment. Und in der Grundschule, da war es Ritual, um 13 Uhr in die Mali zu gehen, um Gummibärchen zu kaufen und um Comichefte anzusehen. An den Automaten auf dem Schulweg suchte jeder mal sein Glück, aber wenn dann mal was rauskam, war das eh nur Schrott aus Plastik. Im Wald, da waren Abenteuer, die es zu entdecken gilt. In jedem Gebüsch ein Ungeheuer, groß und stark und bös und wild. Und deswegen bin ich dankbar dafür, hier aufgewachsen zu sein. Und heute weiß ich, die Welt ist nicht so klein, dass sie zwischen zwei Hügel passt. Sie passt nicht zwischen das Naturfreundehaus und den Kaltenhof. Sie geht nicht nur den Main entlang bis nach Schweinfurt Innenstadt. Nein, dafür ist die Welt viel zu groß. Aber hier, zwischen Naturfreundehaus und Kaltenhof und den Main entlang, hier ist sie wenigstens noch in Ordnung. Dankeschön. So, hallo Justus. Darf er Justus sagen, gell? Ja, klar. Ja. Du hast ja gerade einen Vortrag gehalten, also über Schonungen, Lobgesang auf Schonungen. Warum so ein Lobgesang auf Schonungen? Also ich finde einfach die Gegend hier total schön und einfach, dass es hier so, naja, es ist jetzt nicht komplett das letzte Kuhkaff, aber es ist schon immer noch ein bisschen ländlich und das finde ich das Schöne hier. Und die Leute sind ziemlich offen, der Bürgermeister ist toll, das ist schön hier. Wo fallen denn diese Sachen ein? Wie kommen denn die Ideen? Also den Text über Schonungen, den habe ich jetzt gestern Abend noch schnell geschrieben, weil da ist mir dann eingefallen, naja, was soll ich denn überhaupt heute vortragen? Und eigentlich sind die meisten meiner Ideen so komplett aus dem Leben gegriffen. Jetzt, ich hatte ja einen Text über einen Flüchtlingsjungen und der hat mit meinem Bruder Sport zusammen gemacht und er war ein bisschen befreundet mit dem. Und dann kommen die Ideen so einfach aus dem Leben. Wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man da schon einiges. Also du schreibst also Sachen aus deinem eigenen Leben, was dir auch passiert? Ja, genau, was mir passiert, was Bekannten von mir passiert, weil zu dem, was man selber erlebt oder was Leute um einen herum erleben, dazu kann man Unmengen schreiben, weil einem so viel dann dazu einfällt, die eigenen Gedanken. Hast du denn schon viele öffentliche Auftritte? Also zurzeit mehrt sich das ein wenig, weil das ergibt sich immer so aus den anderen Auftritten, dass dann Leute im Publikum fragen, hast du nicht mal Lust zu uns zu kommen? Und das ist dann immer ganz gut, dass man da dann immer so ein Stückchen weiterkommt. Und ja, ich würde mal sagen, zweimal im Monat waren es jetzt die letzten paar Monate. Und mal gucken, was da noch wird in Zukunft. Und du legst da viel Wert drauf, dass Fränkisch gesprochen wird, also in deiner Mundart? Also ich selber spreche gar nicht so viel Fränkisch. Also das liegt vor allem daran, dass meine Eltern nicht so viel mit mir Fränkisch sprechen. Aber normal schreibe ich meinen Poetry Slam schon auf Hochdeutsch. Das war jetzt speziell der Schonungen Poetry Slam, weil es einfach dazu gehört zu Schonungen. Also gut, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und ja, viel Glück und viel Erfolg, ne? Vielen Dank. Und wir fahren denn schon nach.
Sommer raus. Ich will zu guter Sommerzeit ins Land der Franken fahren. Valerie, 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 ins Land der Franken fahren. Der Wald steht grün, die Jagd geht gut, schwer ist das kaum geraten. Sie können auf des Stromes Blut die Schiffe kaum verladen. Bald hebt sich auch das Herbsten an. Den mag man lange winken. Valerie, 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 Valerie. Den mag man lange winken. Thank you.